Ja, ich war gerade eine Woche krank I've been sick for a week and this is the first time I'm out. Ein bisschen bin ich frustriert gewesen bei der Vorbereitung, weil ich nicht ganz so komplex arbeiten konnte, wie ich wollte. Bit frustrated ich hoffe because trotzdem, it didn't work dass as complex as I wanted jetzt to. Bin ich da, jetzt geht but I hope kein I won't bore you and here I am anyhow. Und ja, zu mir, ich habe an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert und habe dann lange Art in Düsseldorf and worked as graphics. So die ganze Einführung des Internets sowohl the entire was Werbung anbelangt als introduction also of the Internet im Sinne von Computer und diese ganzen Sachen. Wie das as quasi computers and its use. Werblich beworben wurde, mitbekommen, also mit in welchen Bildern und also habe lange als Fotografin gearbeitet. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich die ganze Branche und die Bilder auch verändert haben. Suddenly und one day I realized that the whole sector has been und changed and I started thinking about it and reflect on it and now I have become a professor for art first in Bremen and now in Düsseldorf and then I started in Düsseldorf an a research. Und die Arbeit war, für mich war dann ziemlich schnell klar, dass ich mich eigentlich damit beschäftigen möchte, wie sich die Bilder verändert haben, weil ich das ja selber so miterlebt habe. It was clear for me from the beginning and I wanted to document as pictures would have changed and how pictures were used and are used today. So und I have this research project, the picture in medial structural change. And actually when I applied here, I wasn't prepared to, I didn't think they'd accept me and now I was a bit wondering. Ich habe vom Staat sozusagen das zu machen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber überhaupt sehe ich das also als public money, uses public money to educate me and pay me and this is for me a possibility to get out of my academic circle and talk to the public, especially to the engaged public. So, und der Titel, die Krise der Bilder, die Krise der Politik, hieß es ja am Anfang noch, ist natürlich ein monströser Titel. Ich weiß gar nicht, ob ich dem gerecht werden kann. Ich probiere es. Ich habe das umbenannt bei der Vorbereitung um das politische Gedanken von den Gedanken ausgehend von Hannah Arendt, mit der ich mich viel beschäftigt habe, mit der man sich generell wieder viel mehr beschäftigen sollte, finde ich. Und relating to Hannah Arendt and her work, geht's halt darum, dass es nicht nur die Politik ist, sondern generell das Politische, weil Bilder betreffen eigentlich nicht politics in general, but the political attitude, prison pictures. Also es gibt drei Teile und dann gibt's noch einen Endteil. There are three parts and then sort of a final pull together at the end. Hang on. Wenn man sich mit Fotografie beschäftigt, beschäftigt man sich immer auch irgendwie mit der Realität, auch heute noch. Ob man Bilder dealing with photography includes dealing with reality. If you're documentary or history, it's completely, there's no difference. It's always on a visual position, always a look on reality. How do I put into picture that, what I find, or how can I change what I find, what I see? Mit Informationen angereicherten Bild und dann nicht mal unbedingt einer Fotografie von etwas, das jemand gesehen oder erlebt hat. A picture is not exactly what only has somebody seen, but it's something loaded with visual information. Either somebody is trying to depict as objective as he can the reality, or he's trying to add or delete something, or push something, back, or enforce it. You know, this different kind of photography that you're using. Depends on what you want to communicate with the picture. Historically, photography provided different possibilities to communicate that, like choice of camera, choice of light, choice of motive. One of the important aspects in pictures is the so-called visual language. Und das hat man mal hat man früher Bildsprache genannt. Dann gab es jemanden, Ilka Becker, die hat darüber ein Buch geschrieben, das Ilka nennt Becker sich wrote a picture called Photographical Atmospheres, which analyzed the visual languages pretty well. Im Untertitel dieses Buches steht Rhetoriken des Unbestimmten. In the subtitle to this book, it's also the undefined in contemporary art. Des Unbestimmten in der zeitgenössischen Kunst. Wow. Und das lässt eben darauf schließen, dass that also erstmal sich viel mit Künstlerinnen
künstlerischen Bildern beschäftigt, aber you're not only attacking, basically talking about artistical or pictures as art, sie kommuniziert mit, also die ist Teil der, the surface has sort of a rhetoric character, and that depends how this picture communicates with us, how it arguments, and all this without having to explicitly formulate it. It doesn't have to be shown in the picture, but the picture itself can tell something. Oder besser now, auf das Buch she über talks Foucault about Foucault and the book about Foucault from Gilles Deleuze. I quote, fotografischer Ästhetiken pointed, zur Erzeugung einer, und jetzt das Deleuze, photographic virtuellen, virtueller Sichtbarkeiten, Zitat Ende, des Bildes, die der Zweidimensionalität des visibility. Bildes als verräumlichendes Potenzial eingeschrieben and to do dimensionally of the picture is included in its potential and opens for further visual registers in our own brain, zum Beispiel auch gefühlt werden oder gerochen, which means you can maybe smell or imagine something when you look at a picture or get a feeling. You get virtual associations together with the picture. And the way the picture is depicted and used, if it's black and white, if it's color, is it flashed or using natural light, all this can be part of the meaning and part of the communicational structure that is used within the picture. That is always, depends, there are some trends that the way the skin is depicted, black and white, there's fashion trends in pictures. This is part of what interested me from the beginning because it's in my own work as well. Because I've always been interested, if I make a picture, especially light, especially dark, what does that do? This is an example. Teenager-Daseins, in dem vieles im Ungefähren bleibt. This is an image that shows that by darkness, this is the inside of a teenage and how a teenage is enclosed in itself versus parents. Maybe the touch of green is part of an aquarium. If you'd flash the picture, it would communicate something different and you wouldn't have this adolescent feeling. That's an early picture I did before. Wurde eine möglichst unverklärende Form der Darstellung gewählt. That's a flat demonstration, sort of, wähle eine möglichst unverklärende Form der Darstellung, sondern es war einfach das, wie ich damals fotografiert habe. Da gab es keine Reflexion drüber, sondern das war eben das, photography. I never thought about it. That was just the way I work in. Der grüne Ton des Bildes entspricht dem Neonlicht eines Flughafens am Abend. The green is like neon light at an airport evening. Kurz nach der Landung. Die Atmosphäre des Bildes vermittelt ein Gefühl, das nachempfunden werden kann. The atmosphere is feelable. You know, one of those feelings you get on a public space. Nun möchte ich ein aktuelles Beispiel einer neuen Art einer visuellen Sprache zeigen, die mir im Rahmen meiner Forschung im Arbeitsbildmedienwandel aufgefallen ist. Kind of visual language that I've been using, I've met it in my research. Actually, I talk more about a visual atmosphere than a photographic atmosphere. Because digitalization has changed a lot in photography. Last year, there have been especially more and more pictures of especially politicians that have been using a different sign and picture language. So schon erprobten Lifestyle-Fotografie, die aus Werbung didn't follow the basic lifestyle photography as we know it from advertising or media, but it's introduced a new kind of visual representation in politics, giving it a subcultural context, and it's been used in the media for some time, and now finally politicians have dared to be pictured like that. It's led to a development of its own visual language that is not ashamed anymore, and it will come out of the... Moment. Ach so. Ah ja, okay, Sekunde.
Es wirkt ein bisschen so, wenn man die Bilder gleich sieht, als würden hier Aspekte des Visuellen aus der Kunst genutzt. Pictures, that there are aspects of the visual that are taken from art. Ich denke hier zum Beispiel an die digitalen Fotogramme von Thomas Hoff. Like, I am thinking of the digital photographies of Thomas Ruff. Das Visuelle they contain abstract and amorphous forms like what we see in the following. The visual seems to use a type of picture emotionalization which is unusual for political context. Let's go to a different phenomenon from picture analysis and put the different phenomena in different visual categories that I can see. First category contains pictures where faces are embedded in a sort of contextual amorph color. This shows a face that is bathed in sunlight and the rest of the picture is an atmosphere of colors. That's the second category. Always using red and black. Black is amorph and red is usually a circle. In this case, background sort of disappears, but one perfect word, finance, stays visible. Sollte dies der Fall sein, so würde so eine doppelte Medialisierung erzeugt. Das Bild erscheint in einem Medium, verweist aber so im Bild auf ein weiteres und somit auf eine Aufnahme. This picture is represented in one medium, but refers to another one, and it shows that it was in a press situation, in a press conference situation. This is a variation of the theme before. We have a red circle in a black surrounding, and from the left side you see the person entering sort of into the picture, and a flag and numbers, and you can also see the micros and the water glass, where the focus is. Die dritte Kategorie. The third category. Die dritte Kategorie arbeitet mit einer Abschattung des Außenraumes der Bilder und dadurch einer Konzentration auf die dargestellte Person. Darkened surrounding, which enables you to categorize. In diesem Fall wird auch eine räumliche Tiefe erzeugt. Shown picture, which includes creating a sort of three-dimensionality where other people are standing in the background, but it's reinforcing the woman who's actually at Germany's Ministry of Defense, and it sort of lights up the picture and everything concentrates on her personality. Fourth category, colors, even background or foreground. In this case, there's a background and it shows sort of a name of a party, and wo die Kreise hier noch ein wenig das Gesicht verdecken, tritt das Gesicht hier deutlicher durch eine andere, das Gesicht bestrahlende Lichtgebung aus der diffuser anliegenden Fläche hervor. Is sort of emerging out of the diffuse background. Es werden regelrechte Farbräume erschaffen. And you create color spaces, different color spaces. Similar situation, color situation on the left side and clear background dark and focus on the picture of the person. Die letzte Kategorie besteht aus einem im Vordergrund stehenden Menschen, der stark angestrahlt Schatten auf die Wand wirft. One person standing in the front. Oft, wie auch hier, sind visuell weitere use a lot of light throwing its shadow in the background. Excuse me. Also das ist die, in der Kategorie habe ich verschiedene Bilder gefunden, wo eben oft auf der Wand noch ein Schatten erkennbar ist, man weiß aber eigentlich nicht, very mehr, der often kommt. I find pictures like that with shadows on the wall, but it sort of that implies that there are different persons in the room. Es gibt sehr viele Unterkategorien. There are a lot of subcategories of the five categories I've shown you. 1,5 Jahren, die ich jetzt ungefähr sammle, hat sich da eine recht große Sammlung ergeben. Like that. Und es ist auch sehr skurril, wie man die so durchklickt und wenn man die and Leuten das erste Mal zeigt, weil natürlich niemand die in der Menge jemals gesehen hat, sondern man liest einen Artikel und nimmt das Bild wahr, aber man schaut sich das nicht wirklich so an. Und wenn man dann so 100 hintereinander sieht, ist das wirklich eine eigenartige Sammlung. And
then you suddenly realize. Ich wollte es bei denen belassen, aber es gibt noch eine Unterkategorie, die ich doch noch gerne zeigen möchte. There's one subcategory which I still want to show. Eine weitere, kleine Kategorie beinhaltet Bilder, die immer an diesem Rednerpult aufgenommen sind und die dargestellte Person immer als mehrere Personen zeigen, als Doppelung oder aber auch als Trippel. The person that is at the pulpit, usually double or triple. In der Zeit, die ich diese Phänomene also bei regelmäßiger, normal, intensiver, täglicher Medienlektüre betrachtete, analysierte und sammelte, erweiterte sich diese Art der Darstellung auf einige Personen normal, aus dem Bereich der Wirtschaft, des Fußballs und in einem Fall auch des Rennsports. Also das fand ich auch interessant, dass das anfangs nur wirklich auf Politiker konzentriert war und sich dann so leicht ausweitete. Am intensivsten eigentlich in dem Bereich Fußball. Wobei das beim Fußball komisch ist, weil es oft Bilder sind, die das Stadion, das hat ja solche Lichtreflexe. Von daher sind die noch mal ein bisschen anders. Aber da gibt es auch komische Effekte, die können noch mal ein bisschen anders funktionieren. Das führt jetzt weiter zu erklären. Was alle diese vorab gezeigten Bilder verbindet, ist, dass sie ortlos sind. Der visuelle politische Ort, der Ort, an dem politisch behandelt wird, präzise Inhalte, die in den dazugehörigen Artikeln beschrieben werden, existieren im Bild nicht. Oder finden zumindest nicht bildrelevant statt, sondern werden von den Flächen im Vordergrund taken, verdeckt oder vom Hintergrund, im Hintergrund überdeckt. Wenn es ihn gibt, wie im Beispiel der beiden Herren am Tisch, wird er als Teil des Bildes angedeutet, spielt aber nicht die visuelle Hauptrolle. Durch den Umgang mit der Farbe und den grafischen Elementen wie Punkten, Kreisen, Blasen, schwarzen Flächen, Schatten wird eine uninformative Fläche gebildet, die nicht inhaltlich informierend funktioniert, sondern eher emotional informiert. Das Reale eines möglichen Ortes, der eine Zuordnung der Person zu ihrer Funktion ermöglicht, verschwindet im Ungefähren. Dennoch gestalten diese Flächen die Aussage der Bilder mit, indem sie Bildteile deutlicher sichtbar machen oder eben eine emotionale Atmosphäre erzeugen. Contribute to the composition of the picture by making areas better or worse. An diesem Beispiel kann man den weiteren Vorteil dieser Art der Bildgestaltung erkennen, was meiner Meinung nach auch einer der Gründe für diese Abstraktion ist. Like die Bilder sind sehr einfach auf verschiedene mögliche Formate adaptierbar. Hochformate, schmale und breite Formate wären kein Problem, was bei Bildern mit eindeutigeren Bildinformationen schwieriger wäre. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier das ganze Büro sehen würde, wäre es viel schwieriger, daraus ein hochschmales Format zu machen, weil dann bestimmte Bildinformationen angeschnitten werden. Und das ist für mich eigentlich das Interessante gewesen, weil man davon ausgehen kann, dass natürlich diese neuen Geräte eine neue Notwendigkeit, mit Bildern umzugehen, hervorgebracht haben. Also weniger Bildinformationen, weil es gar nicht möglich ist, die eben für alles zu benutzen. Okay, sind eigentlich fast wie Stockfotos. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was Stockfotos sind. Stockfotos sind, klar, doch, wisst ihr alle, oder? Soll ich es erklären? Okay, Stockfotos sind Fotos früher gewesen, die möglichst allgemeingültig funktionieren, die also eine möglichst allgemeingültige Information beinhalten. Die wurden vorproduziert von Fotografen und wurden dann, man konnte die eben so einkaufen. Zum Beispiel gab es mal ein Stockfoto von einer Steckdose, was extrem erfolgreich war, weil eine Steckdose immer mal wieder gebraucht wird, aber kein Fotograf fotografiert normalerweise nur eine Steckdose. Und dann gab es mal einen Bericht darüber, dass das so eins der ersten Microsoft-Fotos war, was unheimlich erfolgreich war. War, weil noch niemand auf die Idee gekommen war, das anzubieten. Also Stockfotos sind Bilder, die allgemeingültiger funktionieren, weil die werden vorproduziert und werden dann mittlerweile sehr, sehr billig verkauft. Früher war das ein eigener Geschäftszweig für Fotografen. Verstanden, reicht? Glaube ich, ja. Okay. Also sie funktionieren fast wie Stockfotos, sind multifunktional einsetzbar und so ist dies möglicherweise ein Grund für die abstrakteren Bilder. Die technischen Geräte und deren Formate und ihre Notwendigkeiten verändern so möglicherweise die Bilder. Also das fand ich einen interessanten Gedanken, dass die veränderten Formate eben rückwirken auf die Bilder. Das ist eine andere Notwendigkeit. Ein anderer Punkt, den ich sehr interessant finde, ist, dass ich festgestellt habe, dass die Bilder wieder benutzt werden. Also sie sind auch da multifunktional inhaltlich einsetzbar. Das ist nicht in dem Moment fotografiert, dokumentarisch, als diese Diskussion stattfand oder als was man so alles macht politisch. Also egal, was da so stattfindet, es ist nicht in dem Moment und damit verknüpfbar, sondern man kann also das Bild von jemandem aus dem letzten Jahr genauso wieder aus der Kiste ziehen. Und das habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass sie halt multifunktional einsetzen. In diesem Fall, also und dann habe ich mal geguckt, gibt es eigentlich Beispiele, wo das auch benutzt worden ist, ähnliche Effekte?
I have a couple of examples where similar effects have been used. Um zwei Herren, die laut Bildunterschrift Virtual Reality Pioniere sind. Interessant ist, dass hier zu beobachten ist, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass die Effekte der bunten Blasen aus einem Gegenlichtreflex entstanden sind. Sie stehen vor einer dunklen Wand und das Licht kommt ansonsten von vorne, wie an den angeleuchteten Gesichtern und einem Schattenwurf auf der Wand zu erkennen ist. You can see where das andere Beispiel, was ich gefunden habe, ist dieses hier. Da geht es halt doch mal ab, also im Hintergrund. Das könnten natürlich auch Lichter einer Stadt sein und das könnte dadurch entstanden sein. Aber es ist natürlich, könnte dann das Unterwegssein symbolisieren. Aber natürlich ist es wieder assoziiert mit dem Thema des Virtuellen oder Digitalen und auf jeden Fall des Verbundenseins. Okay, das war jetzt falsch. Okay, und natürlich, Moment, zudem sind deutliche Bezüge zu Filmaufnahmen zu erkennen. Viele Bilder werden bei Online-Magazinen als extrem schmale Formate genutzt, was an schmale Kinoformate erinnert. Auch die Blasen und Bubbles als Linseneffekte konnte ich mehrfach bei Filmen wiederfinden. Das sind bei Filmen, ich weiß nicht, ob daran liegt, dass Filmkameras schon früher anders funktioniert haben, ähnlicher wie digitale Kameras. Auf jeden Fall habe ich diese Effekte da eher wiedergefunden. Bei den bunten Blasen gibt es zudem einen visuellen Bezug zu den 60er Jahren und zwar zu den durch LSD-Einnahme intensivierten Farben, die in vielen Filmen und Illustrationen dieser Zeit auftauchen und auch in der psychedelischen Kunst dieser Zeit. Ich wollte heute noch ein Foto machen heute Morgen, das habe ich leider nicht mehr geschafft zeitlich. Also auch zu psychedelischer Kunst dieser Zeit. Also da gibt es so ganz tolle Bilder von so Räumen, wo es alles so Farben und Kreise wabern und so. Was heute allerdings vermutlich gar nicht mehr zwangsläufig im kollektiven Bildergedächtnis verankert ist und daher keine bedrohliche mögliche Assoziation ist. Also wenn jetzt heute diese Bilder bekannt wären, dann würde man eher davon Abstand nehmen, dass bei politischen Bildern auftauchen zu lassen. Sicherlich soll dies auch nicht der gewünschte zu assoziierende Effekt sein. In jedem Fall wird eine Art Umgebungsrauschen erzeugt. Es wird eine Umgebung erzeugt, die sinnlich erfassbar ist und die dargestellte Person so um eine emotionale und nicht rational erfassbare Qualität erweitert. Oder aber den Blick von Umgebenden ab und auf die dargestellte Person zulenkt. Thomas Macho benutzt in seinem Buch Vorbilder den Begriff des Defacing, um künstlerische Bearbeitung von Gesichtern zu beschreiben. Ich würde hier von einem Deep-Placing und Hyperfacing sprechen. Also der Ort verschwindet, das Gesicht deutlich zutage. Und das Gesicht ist der Fokus. Die Bilder sind so abstrakt, dass sie es ermöglichen, ohne Zeitkontext und Bezug zu einem aktuellen politischen Ereignis eingesetzt zu werden. Zudem ist jede Körperlichkeit aufgelöst, sodass im Zentrum die jeweilige Person als Gesicht steht. Ich fand noch einen weiteren visuellen Bezug, und zwar zu alten Covern von dem Magazin Interview von Andy Warhol. Hier sehen wir in beiden Beispielen ein Gesicht, ausgeschnitten von der Umgebung. Im einen Fall mit einem weißen Hintergrund und die dunkle Fläche wird durch zwei unscharfe Personen im Vordergrund eingebildet. Auch im linken Bild findet sich ein, wenn auch deutlich dünnerer, weißer Kranz um den Kopf herum, bevor die schwarze Fläche den restlichen Bildraum ausfüllt. Hier ein Beispiel für eine schwarze Fläche, bei der die innere weißere Fläche wegfällt und der Lichteinfall auf der Person sie deutlich aus der Dunkelheit hervorhebt, silhouettenhaft und im Hintergrund Personen erkennbar. Dieses Beispiel ist nicht ganz so gut als Vergleichsbeispiel gewählt. Trotz allem wollte ich einfach gerne nochmal ein Beispiel für diese Schwärze des Bildes hinzunehmen. Ein weiteres Bild, das farbige Streifen als Hintergrundumgebung nutzt, Punkte oder Blasen, habe ich keine gefunden. Und doch gibt es Ähnlichkeiten in dem Einsatz der farbigen Abstraktion, während rechts jedoch das Licht ein wenig von den farbigen Teilen verlagert wird. Und hier das Beispiel eines vollständig im farbigen Schleier aufgehenden Männergesichtes, das sich sogar in den Farbigkeiten im rechten Bild annähernd wiederfinden lässt. Moment. In seinem Buch mit dem Rücken zur Kunst zeigt Wolfgang Ulrich auf, wie die Kunst mehr und mehr zu einem Statussymbol in der politischen Bilderkommunikation wurde. Das Buch ist sehr interessant, es gab eine Ausstellung dazu im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem Rücken zur Kunst, hieß auch die Ausstellung. Da ging es eben darum, dass die Kunst, das war auch das, was mir aufgefallen ist. Ich habe auch immer so für Wirtschaftsmagazine immer mal wieder fotografiert und mir ist aufgefallen, dass Wirtschaft und auch Politik oft mit Kunst hinter sich fotografiert wurde. Und Wolfgang Ulrich hat das in seinem Buch so erklärt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die nationalen Symbole eher nicht etwas waren, was man repräsentativ nutzen konnte. Und also denkbar ungünstig als Kommunikation und als aber die Kunst im Hintergrund auf Kultur hindeutet, auf
Verständnis für schwierige Situationen, also für schwierige, komplexe Bilder und Gedankenkonstrukte und so. Also so hat er das ungefähr erklärt. Ich hätte mir besser noch ein Zitat heraussuchen sollen. Aber auf jeden Fall habe ich daraus weitergefolgert. Nun scheinen die so gezeigten Politiker selbst Teil eines künstlerischen, abstrakten Bildes geworden zu sein, das mit Farbflächen Emotionalität erzeugt oder vielleicht ein Bild für die Digitalisierung, Erweiterung der Realität durch den abstrakt dargestellten virtuellen Raum sein soll. So ist auch die Kanzlerin zu, also das Interessante war für mich eigentlich der, zu Pop-Art, das fand ich ganz spannend, das wirklich so dieses Ikonenhafte erzeugt wird. So ist auch die Kanzlerin zu einem multivisuell funktionierenden Bild geworden. Es ist nicht mehr nur eine Person, sondern in den verschiedenen Bildern, die von ihr erstellt werden, schon irgendwie auch ein Pop-Art-Phänomen, ein popkulturelles Phänomen. Also zum Beispiel wie es von Andy Warhol gibt, so ein Bild mit ganz vielen Marilyn Monroes, Marilyn. Da musste ich irgendwie denken. Everybody knows it. Wie wäre es sonst zu erklären, dass Bilder von ihr gezeigt werden, in denen sie neben Fußballern mit nacktem Oberkörper steht? Sie wirkt fast wie die Freundin oder ein Groupie. Undenkbar. Das Interessante ist, dass ja durch diese Schleier von diesen Instagram-Filtern wird ja auch alles so abgesoffen. You couldn't imagine a male chancellor standing next door next to some lady with bare bosom. It wouldn't work. Undenkbar stellt man sich, und das finde ich eigentlich den interessanteren Gedanken, undenkbar stellt man sich das umgekehrt mit einem männlichen Kanzler vor, der neben einer Fußballspielerin mit nacktem Oberkörper oder auch... oder auch nur einer leicht bekleideten Sportlerin stände. Ähnlich funktioniert auch hier bei diesem Beispiel die Kombination von Text und Bild. Dies ist in der Neon erschienen. Und auch hier ist fraglich, ob das umgekehrt mit einem männlichen Kanzler denkbar gewesen wäre. Also diese Texte, das ist ja erstaunlich. Das wäre zu einer anderen Zeit auch, es ist lustig, aber es ist natürlich auch erstaunlich, weil zu einer anderen Zeit wäre das auch wirklich nicht besonders denkbar gewesen. Aber natürlich sind alle diese Bilder eine Erweiterung eines Images, eines Bildes, das von dieser Person vermittelt wird und sie nach außen kommunizierend erweitert. Und dies gerade in der Gewagtheit der Platzierung vom Bild, der Respektperson zu jungem Image und benutzter Umgangssprache der Textebene. Schon im Wahlkampf 2013 fiel auf, ach so, Moment, wie lange habe ich jetzt schon? Schon im Wahlkampf 2013 fiel auf, dass nun nicht mehr nur mit den sichtbaren Bildern, sondern vor allem auch mit unbewussten Bildern gearbeitet wird. Ein Beispiel, wie beiläufige Bilder funktionieren, ist das Echo, das Konzert von Elton John, der Kanzlerin eine Zugabe widmete. Das mag ein Zufall gewesen sein, das Presseecho, was auch in Musikmagazinen, auf Webseiten von Magazinen für homosexuelle Mitbürger Stefan war enorm. Hier mein Favorit, geradezu poetisch. Okay. In der Berliner Morgenpost eine Konzertkritik. 66 ist Elton John jetzt. Er hat diese knuffigen Bernardinerbacken, genau wie unsere Kanzlerin Angela Merkel, die dafür gemacht sind, von einem jungen Kind, das die Welt gerade erst entdeckt, gekniffen zu werden. Auf das sich ein unendlich heiteres Lachen von Kneifern und Gekniffenen zu einem großen Ganzen vereint. Elton John, es wird noch besser. Elton John ist der Messias, das ist am Ende des Artikels. Elton John ist der Messias, der Friedensfürst, der jivende Jerry Lee Lewis aus Great Britain. Zum Schluss spielt er sein Vater Unser, Your Song, und er widmet es tatsächlich Angela Merkel. Und das kleine Kind, jetzt kneift es beide Bernardinerbacken und ganz Berlin, es lacht und gluckst. Ich habe es nicht geschrieben. Children. Applaudieren Sie doch Friedrich Schwilden. So. Okay. Es stellt sich auch hier die Frage, das ist ja lustig, aber es ist natürlich trotzdem auch interessant. Also ich bin eigentlich nicht so primär an Politik interessiert, sondern ich bin an Bildern und den Images, die vermittelt werden. I'm not interested in politics, I'm interested in pictures and what is communicated by pictures. So it's not about the persons, in einer anderen Zeit so kommuniziert werden können. Das ist ja interessant. Das ist ja schon sehr Pop. In another time could it have been communicated in another time. Das ist ja das interessante Phänomen daran. Also, ist es möglich, stellt sich die Frage, ob zu einer anderen Zeit in der Geschichte mit solchen Bildern und Verknüpfungen politisch hätte kommuniziert werden können? Habe ich noch? Oder? Länger nicht? Communicated pictures. Communicated pictures in a similar way. Okay, dann habe ich sehr langsam geredet. Das ist, weil ich vor 2 Wochen einen Vortrag gehalten habe, wo ich so schnell geredet habe, dass mir gesagt wurde, das wäre wie ein Rap gewesen. I must have talked slowly. Okay, ich versuche mich zu beeilen jetzt. Also mit dieser Frage stellt sich die Frage.
So the question arises. Sorry, folks. She's talking so fast we can't follow. Ja. They have. Ich dachte, ich habe erst 15. Naja. Mit dieser Frage stellt sich die Frage nach der derzeitigen medialen Situation des Gebrauchs der Bilder. Ich versuche das. Used? Ich kürze das jetzt irgendwie ab, glaube ich. Es ist lustig, weil als ich krank war, habe ich gedacht, wieso habe ich mich bloß für diesen Vortrag, das ist ja... Okay. Oh, come on, move. All right. Okay, also die Situation ist so komplex, dass ich sie nicht in 45 Minuten darstellen werde. The situation is so complex that I can't depict it in 45 minutes. let me depict... Also, okay, es haben tatsächlich noch eine kurze Zusammenstellung von Verschiebungen, die mir aufgefallen sind. Es haben sich tatsächlich massive Verschiebungen ergeben von dem, wie private Bilder auch öffentlich changes, benutzt werden. Vielleicht muss ich das auch gar nicht so lange machen, weil Sie kennen das ja, ihr kennt public, das ja wie alle. Also bisher war es immer so, dass man in der Fotografie von den Gebrauchsweisen der Fotografie sprach. Das gab irgendwie die Autofotografie, die Architekturfotografie, politische Fotografie, Reportagefotografie und so weiter und so fort. Und wie kommunizieren sie und zu welchem Zweck? So, und dabei gab es klare Ordnungen. Und jetzt wird das Ganze nämlich also es waren klare Trends. Und durch das Smartphone hat sich das aber natürlich verändert, weil, und das ist meine These, durch das Smartphone haben sich eigentlich die Gebrauchsweisen der Fotografie aufgelöst. Da werden viele Fototheoretiker sagen, nein, auf keinen Fall, aber das behaupte ich jetzt einfach mal so. Also der gesamte Bereich der privaten Amateurfotografie, Urlaubsbilder, Tagebuchbilder, pornografische Bilder, journalistische Bilder von Demonstrationen, Katastrophenkriegen, Konzerten, Fußballspielen und so weiter, Paparazzi, Werbefotografie, Landschaftsfotografie, alle haben durch das Smartphone eine Umwertung erfahren, sowohl in der Distribution wie auch in der Verwertung und Bildgestaltung. Das intime Bild wird zum öffentlichen Bild und in dieser neuen Funktion zu einem Datenträger, der Informationen vermittelt, die werblich und informationell genutzt werden können. Und es ist ja alles virtuell, deshalb kann gar nicht mehr unbedingt nachvollzogen werden, wo die Bilder sind. Und dadurch hat es, glaube ich, auch zu einem viel hemmungsloseren Bilderfluss geführt. Mit den Instagram-Filtern, das habe ich eben schon erwähnt, löst sich die Zeitlichkeit auf. Also man kann nicht mehr unbedingt erkennen, wie alt jemand ist. Man sieht jetzt hier überall, ich weiß nicht, in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob hier auch die Herbert-Grönemeyer-Bilder. Das ist natürlich auch so ein bisschen wie ein Instagram-Bild. Der Mann sieht aus wie 30 Instagram oder 35 oder so. Und auf jedes Bild kann jede beliebige Atmosphäre gelegt werden. In der Wire war gerade ein Artikel, wo es hieß, das wäre doch toll, weil man könnte sich dadurch vorstellen, wie man dann zu einer bestimmten Zeit ausgesehen hätte. Aber das stimmt natürlich nicht, weil die Leute sahen in der Zeit aus wie wir, die hatten nur andere Sachen an und sind nicht mit dieser Atmosphäre vor sich herumgelaufen. So Instagram and Photoshop have changed the way we perceive and we distribute pictures. Und was ich eigentlich interessant finde dabei ist, dass Fotografie immer auch Trägerin von Utopien war. Also anfangs war es so, dass man, dass es für die Frauen eine Möglichkeit war, plötzlich aus dem Haus zu gehen und die Welt zu erkunden. Das war auch für viele eine Möglichkeit, erstmal einen Beruf zu haben. Das war anfangs ein klassischer, auch mitten ein klassischer Frauenberuf, das fand ich interessant. Dann in den 20er Jahren gab es den Arbeiterfotografen, da gab es so eine Zeitschrift, das war eine Idee, dass man mit der Fotografie plötzlich die eigene Arbeitsbedingungen There were work photographers, so the Bourdieu idea was that you could benutzt, take pictures of yourself in your working environment. Here Bourdieu used pictures to explore the class differences and class differences. The pictures were image for societal change. Und da, wo sie utopische Kraft besitzt, ist es wie in dem Film The Line of Fire, ich weiß nicht, ob jemand kennt, da werden die Bilder, sie können, also jetzt in Ägypten zum Beispiel, erst sind es die Bilder, die helfen und dann sind es im Zweifelsfall die Bilder, die aber auch die Demonstranten There's this film called The Line of Fire back from the 70s giving pictures okay, verloren, ihr habt, ja. We've seen this in ja, Egypt recently. They're good pictures and they're bad pictures.
Also ich habe so das, ich wollte eigentlich nicht, dass es hier eine Comedy-Veranstaltung wird. Okay. Also ich habe so das Gefühl, dass das Smartphone eigentlich das ist, was früher anthropologische Fotografie war, wo die Leute, die Leute aussehen und dann hat man sie irgendwo hingestellt, hat so Messlatten daneben getan und dann wurden die so für die Museen und für die anthropologische Arbeit mitgenommen. Und das ist so ein bisschen das, wie ich das Gefühl habe, das Smartphone, das gibt ein komplexes Menschenleben. Das Selfie ist dabei eine ganz eigene Kategorie, ist eine mittlerweile kollektiv erlernte Geste, die bewusstlos durchgeführt wird. Ein Selfie kann nicht anders gemacht werden. Also ich habe das probiert. Ein Selfie muss genauso gemacht werden. Es wird so gemacht und sobald man das macht, ist es kein Selfie mehr, komischerweise. Down below, it's not a selfie anymore. So eingebrannt. Und wenn jemand denkt, das ist übertrieben, dieses Ich-Selfie, also bin ich, möchte ich berichten davon, dass ich bei so einer Veranstaltung neulich fotografiert habe. Da ging es um so eine Modeveranstaltung und ich war selber schockiert, das zu erleben, wie diese anwesenden Menschen dieses, Und was ich das Erstaunlichste fand, ich habe eine wirklich große Kamera und ich stand an diesem Laufsteg und ich wurde weggeschubst von jemandem mit einem Handy. Und das fand ich auch erstaunlich, wo ich gemerkt habe, dass Fotografie doch einen Unterschied getan hat. Das Selfie ist kein Selbstporträt im künstlerischen Sinne, wo man sich selbst reflektiert und ein Bild von sich macht, sondern es findet nach einem bestimmten Schema statt. Und es ist nicht das Selbstreflektieren, sondern es reflektiert, es spiegelt das Selbst als objektives Bild zurück. Es ist eher ein Bild für eine Krise des Bildes als Selbst, als ob man nur existiert, wenn es Bilder davon gibt. Und das Interessante war, dass bei dieser Veranstaltung... Das Interessante war bei dieser Veranstaltung, dass als dann diese Veranstaltung, bei der diese Bilder gemacht wurden, vorbei war, habe ich so draußen mich so ein bisschen umgehört, worüber die Frauen redeten. Und dann ging es plötzlich um die Probleme bei der Arbeit. Und das hat einfach nichts mehr miteinander zu tun. Also das Bild, was da entsteht und das Bild, wie sie sich eigentlich dann doch auch erleben. Mit dem sich selbst konditionierenden Akt des Selfies und der permanenten Selbstbetrachtung schiebt sich nun das eigene Bild vor die Trennung in ein Bild eines von außen beworbenen und eines nach innen Werbung empfangenden Menschen. Das eigene Bild ist als das begehrenswerte Selbst, das sich wiederum dem eigenen durch die Bilder erzeugten Bild anpasst, empfängt keine Werbung, sondern ist so zur Werbung für ein Bild geworden. I advertise myself. I use pictures not to be advertised, to receive advertising. Das Reale passt sich den digital existierenden Bildern an. Und je glatter das eigene Bild wird, desto fremder wirken Bilder, die anders sind als die, die man von sich selbst wahrnimmt, was eigentlich das größte Problem ist. Und umso glatter die Bilder, desto bedrohlicher jede Art von kritischem Diskurs und reflektive Auseinandersetzung. Eine Kritik, die das eigene Weltbild hinterfragt, ist dann schon negativ und nicht ein interessanter Gedanke. Vielleicht sind die Selfies auch ein Teil des Problems des Ignorierens der Überwachungsthematik. Problematisch der Gedanke, dass das, was einen so glücklich macht und was man liebt und was man benutzt, um so ein schönes Bild von sich selbst zu erstellen, das kann jetzt nicht plötzlich ein Problem sein. Ja, und Selfies als Werbung natürlich, das ist total kostengünstig. Es gab ja dieses Oscar-Selfie von Ellen DeGeneres, kennen vielleicht einige, alle vermutlich, kollektives Bildergedächtnis, ja. Und da muss man sich ja mal überlegen, was das gekostet hätte, wenn man das produziert hätte, erstmal die Leute zu organisieren, alle zur gleichen Zeit am selben Ort, Haare, Make-up dafür, die teuren Klamotten dafür, Styling und so. Das wäre wahnsinnig teuer geworden als Werbeproduktion, wenn man das hätte inszenieren wollen. Und die waren ja schon alle da, die saßen da ja schon und sahen toll aus und so. Und dann ist so ein Selfie, also Kosten-Nutzen-Verhältnis ist aus fotografischer oder Sicht einer Werbeagentur natürlich enorm. Und dann gab es das Bild von einer jungen Amerikanerin in Auschwitz, die ein Selfie von sich gemacht hat. Das ist ziemlich rumgegangen. Ich fand das auch erstaunlich, weil ich habe darüber diskutiert mit Leuten und irgendwann kam dann die Idee, ja, aber was, wenn das gar nicht als ohne dass sie begriff, wo sie ist, gemacht ist, sondern wenn das konzeptionell gemacht ist. Also es wäre auch interessant. Kann man mit Selfies vielleicht Geschichten schreiben? Kann der Ort zu was anderem werden, weil man plötzlich Selfies an dem Ort machen kann?
suddenly thought, can a place become a different place just because you make a selfie there? Ich glaube nicht, dass es der Fall war, aber trotzdem könnte man dadurch gegebenenfalls eben etwas umwerten. Ne? Also die Aussage von Marshall McLuhan, und jetzt kommt meine neue Schöpfung, die Aussage von Marshall McLuhan, the media is the message, hat sich nun eigentlich verwandelt. The media and the message is the message and the media. Verschmolzen. Man könnte die über Selfies und in den Netzen mit ihren Bildern kommunizieren, dann so vielleicht auch Messidium nennen, ein in sich geschlossenes System. You could communicate with selfies via the media. Ja, okay, das ist abschließend. Also Hannah Arendt, da fand ich einen schönen Bezug abschließend nochmal von Hannah Arendt. Ein jeder von uns ist eingesperrt in seine Subjektivität wie in eine Isolierzelle. Und diese Subjektivität wird darum nicht weniger subjektiv und die in ihr gemachten Erfahrungen nicht weniger singulär, weil sie ins Endlose multipliziert erscheinen. Eine gemeinsame Welt verschwindet. Und wenn sie nur noch eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird, sie existiert nur in der Vielfalt der Perspektiven. And they so, jetzt kürze ich wirklich ab. Fünf war das, ne? Ich habe es gespürt quasi. Ich habe die Atmosphäre der Zahl gespürt. Ich mache den dritten Teil, den vierten lasse ich dann weg. So, bezüglich der journalistischen Bilder würde ich gerne ausgehend von meinen Erfahrungen als Magazinfotografin berichten. Also die Digitalisierung der Fotografie schien zunächst nur eine neue Technik und es wurde aber ziemlich schnell klar, dass es nicht nur eine neue Technik war. Dieses Bild finde ich interessant, weil es das Verhältnis von digitalen Produzenten zu vielen analogen Produzenten sehr gut zeigt. Es hat sich alles geändert für die Fotografen. Die Produktionsbedingungen, Honorare, Arbeitsbedingungen und zwar nicht zugunsten der Fotografin. Rechte gingen zurück an die Verlage, die mühselig von früheren Kollegen erstritten worden waren. Die Arbeit wurde mehr, die Honorare weniger. Eigentlich also eine jener Branchen, bei der die Digitalisierung früh zu den massiven Veränderungen geführt hat, die im Weiteren sicherlich in vielen anderen Branchen folgen werden. Der wesentliche Moment, in dem sich die Bilder verändert haben, war tatsächlich die Finanzkrise 2008. Nach der Finanzkrise hat sich die Situation in den Magazinen sehr verändert. Es gab weniger Werbung und dadurch gab es weniger Möglichkeiten, Fotografen zu beauftragen. Und wenn, dann fing es an, dass man so Briefings bekam, wie die Bilder aussehen sollten, die sich immer mehr Werbebildern anglichen. Also meiner Meinung nach ist tatsächlich 2008 ein großer Bruch gewesen, wo sich da etwas verändert hat in der journalistischen Fotografie. Es gab weniger Platz für visuelle Experimente. Und wichtig ist, und das ist hier, für viele hier sicher wissen gar nicht, was das ist, aber das ist wichtig, das ist das einzige Magazin, was in dieser ganzen Digitalisierung enormen Zuwachs bekommen hat. Das ist ein riesiger Erfolg als analoge Neugründung, ein wahres Printwunder. Es zeigte nie wirklich das Landleben, sondern immer nur ein Bild davon, wie das Landleben sein könnte, wenn man dort nicht arbeiten müsste. Shows an idealized version of rural living nicht, where you wouldn't have to work. I didn't realize I want that. Vor allem in der Stadt lebende Frauen wurden Käuferinnen, Landlust und die unzähligen Magazine, die das Original machen, sind unpolitisch. In diesem Magazin gibt es nichts Kritisches oder Politisches. Of this magazine on country life. There's nothing critical. Lass ich mal. Auch in den anderen. It's one of the great analog successes in this digital world of photography. Und Flow und Harmony. Das ist also, man muss diese analogen Magazine schon auch irgendwie ernst nehmen, weil die sind eher da als das Internet. Das Internet ist ja, das ist da, aber auch weg, ne? Die ganzen digitalen Magazine, aber das steht ja am Kiosk und das steht in den Bahnhöfen. So, der decisive moment ist Geschichte. The decisive moment is gone. Einerseits über die digitale Fotografie, in dem Sinne, dass natürlich über die Handyfotografie ist immer jemand da, der das entscheidende Bild macht. Das heißt, es ist nicht mehr das Wesentliche, was Fotografie ausmacht. The decisive moment is not what makes it important, because there's always somebody around with a handy to make a picture in the decisive moment. The decisive moment has not become a primary element of the picture anymore. Ich konnte ja jetzt nicht dahin gehen und das überprüfen, ob es da wirklich so aussah, weil das war ja gefährlich. Und das fand ich eigentlich einen interessanten Punkt. Man musste dem Gerät glauben, weil das Gerät vor Ort war mit jemandem, der zufällig war. No way that a journalist can control, because you get the picture, das Bild von Robert Capa, Antikriegsbild, an dem die Frage, ob es inszeniert oder echt sei, tiefgreifend und immer wieder diskutiert wurde. This picture, and there's been a long argument. Die Idee eines kollektiven Bildergedächtnisses verändert sich. Put in scene, or is it real? Is it the decisive moment? And the argument that raged during the 40s and 50s, this argument has completely
completely disappeared. Die Möglichkeit, dass etwas inszeniert wird, wird in vielen Fällen direkt mitgedacht. The possibility of something being a fake or a setup is included today and nobody really seems to care about it anymore. Now this is interesting, I think. Ob etwas echt ist oder nicht oder etwas gemacht werden darf oder nicht, verschwindet dann natürlich auch, ne? An dieser Seite aus einem weiteren Interviewmagazin ist Verschiedenes auffällig. Zum einen, dass das Thema der Zensur so deutlich thematisiert wird, dann, dass die Bilder verweigert werden und nicht das Leiden zeigen und das auch thematisiert und dieses auch thematisiert wird. Und vor allem aber, dass aber den Fotografen, den Bildspezialisten so viel Raum gegeben wird, sich zu äußern und dass ihre Aussagen über die Bilder des Krieges die eigentliche Bildinformation sind. On war, das, was die Bilder dazu sein könnten, wird der Vorstellung überlassen. Statt der Bilder lesen wir also Gedanken über Bilder und den Prozess des Bildermachens und über Kriege berichten. It's a very effective way of talking about horror pictures without actually using the Bild wird das tatsächliche Bild einer Vorstellung überlassen. Allerdings mit einer anderen Methode, nicht über eine Weglassung des Bildes, sondern durch eine Ästhetisierung des Bildes durch eine Unschärfe, die das Bild als Aussage in Bezug zum Text umgibt. Es gibt wie ein Traum. Ein leeres Cover hingegen wäre deutlich konsequenter gewesen. Das würde man heute aber natürlich nicht mehr machen. Denn es hätte vom Schrecklichen gesprochen, das so schrecklich ist, um es zu zeigen. So ist ein Zeigen des Nicht-zu-Zeigenden mit Hilfe einer fotografischen Atmosphäre und damit ein Ästhetisieren des Nicht-zu-Zeigenden. Das ist nun ein Beispiel aus dem realen Stadtbild am Kiosk Sichtbaren. Das, was auf Kaffeetischen und den Wohnungen liegt. Anders ist es im Internet, wo kein Bild stehen bleibt, sondern sich wieder versendet. Das ist nur kurz da. The Internet, that it's part of our digital, of our analog surrounding. It's on kiosks, it lies on coffee tables, it's in our everyday life, and it's part of the illustration of life. Internet is different. Es kann nicht nur alles gezeigt werden, sondern es kann auch noch Geld durch Werbeeinblendung damit verdient werden. Der deprimierendste mediale Moment war für mich in diesem Jahr der Absturz des Flugzeuges in der Ukraine, bei dem auf Bild Online Bilder zu sehen waren, Filme zu sehen waren, in denen ein Bildreporter an der Unglücksstelle in Gepäck wühlte und diesem und anderen Filmen dieses Unglücks Werbung vorgeschaltet war. Die Verschmelzung von TV und Netz bringt scheinbar neue Regeln hervor. Ich stelle mir dieses Szenario in der Tagesschau vor, da wäre Werbung derzeit noch undenkbar. Es finden irritierende Verschiebungen statt. Ein weiteres Beispiel, das mir auffiel, war das Bild zweier Politiker mit der Jugendstelle im Bundestag. And you had advertising right in front and after with the pictures, and that was really shocking for me. Wenn man sich das mit Autoreifen oder Zahnbürsten oder Zahnpasta vorstellt, ist das irgendwie komisch. An diesen Beispielen ist zu erkennen, wie durch die neuen Formate und die neue Distribution von Bildern im Netz auch andere Regeln entstehen, die bisherigen widersprechen. Es müssen die Übergänge diskutiert werden. Sonst gibt es schleichend einen neuen Status quo. We'll have to Harun Farocki sagte in seinem Film Nicht löschbares Feuer von 1967, wenn wir ihnen die Bilder zeigen, werden wir ihre Gefühle verletzen. Wenn wir ihre Gefühle verletzen, werden sie die Augen vor den Bildern verschließen. Wenn sie die Augen vor den Bildern verschließen, werden sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. If we hurt them, they'll close their eyes. When they close their eyes, they'll close their eyes. Und Zeugenschaft, denke ich, stark gewachsen. Ich selbst vertraue nicht einem Gerät oder einem Bild, sondern einer Person. Ich vertraue darauf, in welcher Art und Weise sie mich informiert. Darauf, dass sie körperlich anwesend war und die Ergebnisse ihrer Arbeit, also Text und Bild, Ergebnis ihrer körperlichen Anwesenheit einer ihr eigenen Art journalistisch zu arbeiten sind. In der Immaterialisierung des Netzes bekommt der Körper der Produzierenden so eine neue Bedeutung, als jemand, der vor Ort war und in Wirklichkeit wird. Das Abwägen der Arbeit, wie man eine Nachricht vermittelt, mit den sich immer weiterentwickelnden Medien muss, denke ich, vorausschauend diskutiert werden. Gives it such a new implication. Und jetzt kommt ein neues Thema. Ich weiß nicht, wer Immersive Journalism ist, das schon ein Begriff? Immersive Journalism, das ist wird funktionieren im Zusammenhang mit der Oculus Rift. Now there's a new word, immersive journalism. Dann werden nach immersive journalism works with the Oculus Rift. It takes real audio and generates the pictures for the stories. You're able to experience them through an Oculus Rift. And so journalists said they could not imagine different ways to do journalism. Scripted Reality Journalism dann, ne? Nennt sich dann, wer fragt, egal, nennt sich Immersive Journalism und es ist dann gescriptete Realität. Also die Realität ist das Audio und die Bilder werden nach den echten gemacht, but it's actually scripted reality. Mit dem Immersive Journalism kommt die Frage, die Harun Farocki in den 70ern stellte, eine neue Relevanz. Harun Farocki relevated this already in the 70s, but it's getting a new relevance. Politische Ereignisse und Geschichten werden so zu einem Stories
become a single experience instead of becoming. Sorry, I'm losing. Wenn man schon vor Ort ist, um ein echtes Audio zu erzeugen, warum dann nicht auch die Bilder? Und es stellt sich auch die Frage, wer besitzt die Produktionsmittel, um solche eine Art von Journalismus zu produzieren? Denn im Gegensatz zu Dokumentarfilmern, die sogar alleine oder zu zweit schon produzieren können, ist die Liste der an den ersten Testbeispielen beteiligten Personen doch deutlich länger. Und wenn jemand die Produktionsmittel finanziert, welches Interesse hat er am Inhalt der Geschichte, die vermittelt wird? Das war's jetzt. The means of production are not cheap, so the question arises, who can finance the means of production of these immersive journalism stories and who stands to profit from it? We really excuse ourselves, but that was really too fast. And it's very, very complicated, even in German. And will you please excuse us? Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Wer aufstehen möchte, bitte leise time for questions. Und bitte dabei nicht reden. Und wir haben da hinten einen Ausgang, aber auch hier vorne. Also hier vorne könnt ihr auch rausgehen. Gut, und ja, für Fragen, bitte stellt euch an den Mikrofonen an. If you have questions, bitte leise rausgehen. Queue up to the microphone. Gut, dann Don't fangen wir an noise mit when you're leaving, eins. Please. Question ja, one. Hallo. Ja, hi. Ja. Ich würde sagen, mit Humor lässt sich Information viel besser aufnehmen. Also Humor helps. Consuming information. In relation to the talks these days, Jacob Applebaum und so weiter, zu einem politischen Engagement. There was the question that you should politically engage yourself. And my question would be, how can photography and can photography, how can photography find to a political content? Kann man eine Aussage und ob die Fotografie das kann can photography in do that politischen Milieu, in political context? Also ich habe komischerweise, als ich hier hingefahren bin, darüber nachgedacht. As I came here, I thought about that actually. Ich habe schon mal so einen quasi philosophischen Vortrag gehalten vor Leuten, die sich ja für Technik interessieren, und dann war das so ein bisschen so on a technical basis, so, and suddenly turned on aesthetics. Was ich sage, and I really wondered what if what I say is interesting, and now I realize that you do. Darüber habe ich dann nachgedacht, ob es eigentlich um die Bilder geht oder ob es eigentlich vielmehr um die, das wäre dann in meinem finalen Teil auch gekommen, ob es nicht vielleicht viel stärker darum geht, philosophisch eine neue Art von philosophischer Betrachtung dieser Sachen zu haben. Ne? Also weil wenn man nämlich so Leute liest, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, das ist ja schon thematisiert worden. Es gibt ja ohne Ende Bücher, die auch alle, wie die Fotografie, die Bilder absorbiert worden sind, wo das alles schon drinsteht. Also wenn man Hannah Arendt liest, da ist ja alles da. If you read Hannah Arendt, it's all in there, you know? Dass man das wieder schafft, vermittelbar zu machen, ist fast noch wichtiger als die Bilder, glaube ich. Also die Gedanken, dass man die Gedanken, dass man die Realität irgendwie, dass man diese ganze Schleife der verschwindenden Realität hackt und interessante Gedanken wieder vermittelbar und erkennbar und denkbar macht. Yes, das ist, glaube ich, fast noch wichtiger. That is what we can do. Mikrofon 2, bitte. So, mal schauen, dass ich das jetzt gut formulieren kann. Mich interessiert der technische Aspekt von in the du hast das angesprochen, dass ja so das Smartphone mit den Kameras the smartphone, ja, zu einer Verschwimmung von den verschiedenen Arten von Fotografie hat. Ob der Kameras Porträtfotografie, to a blurring of the lines between different categories of pictures. Mit Smartphones auch gemacht. Is it photography, is it architecture? Und das ist das, was wir alle irgendwie ja in der Tasche um Hals oder wo auch immer haben. Done with smartphones today. Und gleichzeitig habe ich die Bilder, die du am Anfang präsentiert hast, als Beispielbilder, time the pictures mit ihrem you Gesicht zu sehen waren, at the beginning eine Verschwimmung von Farben the gab, was ein Effekt ist, den man mit the blurring traditionellen of colors, Kameras, wenn ich jetzt von einer Spiegelreflexkamera ausgehe, schon mit eingebaut hat, indem man eine Tiefenschärfe hat, was es in einem Smartphone in traditional like mirror reflex cameras. Wirkt das jetzt so, als wenn das ein Smartphones you have to add them digitally. Als wenn quasi so sich da bewusst I think abgehoben it's wird von maybe, der Smartphone-Fotografie, attempt, die ja daily, also to be more authentic and to distance mich, oneself from dieser Trend, digital smartphone photography.
So und gleichzeitig gehen wir, where does this trend come from? Everything Fotos looks like smartphone, dass sie realistischer werden sollen. But we change the pictures artificially, ja, so they also are more authentic. Die Sachen, die ich gezeigt habe, die sind ja nicht realistisch. Ja, aber sie haben halt einen Anschein eines Objektives, was Fehler eingebaut hat. Da ist natürlich ein interessanter Gedanke drin, ne? Dass du die, there's an interesting thought there, that professional photography, das ist ja eigentlich, war das früher die eher als die, you think professional photography is more real, but in, das ist natürlich schon ein interessanter Punkt, ne? Well, it was viewed as the more artificial form of photography. That's an interesting point. What's happening, and I think what's happening at the moment, I can say right now, because I'm still thinking about that. Smartphone-Fotografie hat wirklich eine enorme Smartphone-Fotografie Macht dadurch bekommen, also Präsenz, nicht Macht, sondern Macht presence, auch, aber Präsenz, weil die einfach etwas war, was die Leute dann kannten. Because it was something that people knew. Dann ist so eine Art von, wie soll ich das sagen? Quasi this created a kind of, das findet da, hat so viel Erfolg, jetzt müssen wir das wiederholen. Oh, this is so much success, also so we have to repeat it. So from advertising, from politicians, and because it was used by these people, there was some imitation that was going on. Das ist auch passiert. So politics accepts the rights of the public. Oh, no, that's something different. What's interesting for me, that they're not created, but set up pictures. And they look like they become in sort of into an official surrounding. And I have the impression that at the moment, we're at the wake of a change, the way we use and distribute and use pictures. Und ich finde es eben ganz wichtig, darüber zu diskutieren. I think it's very important that we should have an argument about that. I don't work that simple. Okay. Alle benutzen Smartphone-Bilder. Everybody uses smartphone pictures. Ja, gibt es noch eine Frage aus dem Internet? Es gibt mehrere. Several questions from the Internet. Ich lese sie einfach mal eins zu eins vor. Sind in Ihrer Auffassung diese neuen Bilder in Verbindung zu setzen zur postmodernen Sprachphilosophie? Ich denke an Derrida und seine Auffassung von sprachlichen Zeichen als losgelöst von der Repräsentation im Kontext mit der Wiederholbarkeit als vordringliche Eigenschaft. Somebody talk about Derrida and modern. Okay. Hätte ich. Ja. Okay. Does Derrida, is the way Derrida talks about language? And she says, yeah, very simple, in any case. That's very important. You have to look for such relations to talk about the phenomenon. I would have liked to talk about it had I had more time. Ich glaube auch, dass eigentlich müsste es etwas, einen Übergang geben, wo sich Leute, die sich mit Bildern und Leute, die sich mit Worten auskennen, zusammentun und darüber sprechen. Actually, we should have some kind of phase of change where people that use the words and people that use the pictures have a similar translation tactic. Ich habe das Gefühl, ich muss eine Lanze für das Selfie brechen. Obwohl ich noch nie eins gemacht habe, ehrlich. I have a feeling I have to stand in for the selfie right now after this talk. Das ins Netz gepustet werden, ein Ausdruck von Wahrnehmung, nicht nur von Wahrnehmung einer Person, sondern auch von Wichtigkeit ist. Und dass das Selfie sowas wie die revolutionäre Kraft gegen the taking of pictures and the publishing of pictures in the in the internet is not just about the persons, but also about importance. So the, you publish pictures about important persons, and because pictures about, and so everyone is important now. So, but the problem now is that there is a blurring, because the important persons become unimportant and the unimportant become important. There's a blurring there and the difference gets lost. The other answer is that's the problem. The problem is that everything is accepted and everything is funny and everything goes, and if everything goes, that's bad. Also es wär, ich würde mir wünschen, dass man mal wieder was richtig unmöglich findet und kritisch sein kann und sagen kann, also ich finde Selfies doof. So. I would like that it would be possible again to be critical of something and dislike something and say, I don't like selfies. Ja.
Noch einmal vielen Dank an unsere Vortragende für weitere Fragen. Okay, this includes the crisis in politics is the crisis in pictures. Thank you for listening in. If you have a feedback to the translators, we tweet to...